Ja, das Thema ist heute die Rolle älterer Menschen in unserer Gesellschaft. Und ich möchte berichten über meine Tätigkeit in der psychotherapeutischen Beratungsstelle des Studentenwerks Berlin. Ich habe dort sehr lange gearbeitet. Zu Beginn meiner Tätigkeit dort, das waren so die Ausläufer der Studentenbewegung, ich habe da 1974 angefangen, haben wir selbstverständlich unter Kollegen und zum Chef, aber auch zu den Studenten, die zur Beratung kommen, du gesagt. Das war übrigens an meinem Institut, an dem ich studiert habe in Berlin, auch der Fall. Professoren wurden mit du angeredet, was mir zu Anfang sehr schwer fiel. Also noch relativ autoritär noch erzogen und angepasst erzogen nach dem Zweiten Weltkrieg, hatte man ja vor Autoritäten auch einen gewissen Respekt. Das war schon mal neu für mich. Und ich kann mich erinnern, dass eine Professorin, die neu am Institut war, aus einem anderen Land kam, später erzählt hat, dass sie völlig konsterniert war, dass alle sich mit du anreden mussten. Und dass sie anfangs immer in Gedanken vor sich hingesagt hat, ich muss zu allen du sagen, ich muss zu allen du sagen, ich muss auch zum Hausmeister du sagen. Das war irgendwie witzig. Also zurück zur Beratungsstelle. Ja, anfangs war eben das Du, so ging man miteinander um und das hat sich aber dann allmählich doch wieder verändert in Richtung eines respektvollen Sies. Also wenn man jemanden zum ersten Mal sieht, sagt man in Deutschland erstmal Sie. In dieser Phase des Übergangs, und ich hatte jeweils zu Beginn einer Beratung, wenn ich jemanden neu kennenlernte, hatte ich das offen gelassen, habe immer gefragt, wie wollen wir miteinander umgehen, wollen wir Sie oder Du sagen, was möchten Sie gerne? Dann sagte in der Phase des Übergangs ein Student zu mir, na, Sie können ja gerne du zu mir sagen, aber mir fällt es schwer, zu älteren Menschen Sie zu sagen. Und ich war sehr konsterniert, weil ich damals noch ganz jung war und mich noch gar nicht so alt fühlte. Ja, ich habe dort in der Beratungsstelle gearbeitet, bis ich 65 war. Und natürlich ändert sich die Rolle als Psychotherapeutin mit zunehmendem Alter. Wenn Psychotherapeuten älter werden, bekommen sie oft die Rolle, die Elternrolle zugewiesen. Das nennt man Übertragung. Also Übertragung heißt, dass ich frühe Beziehungserfahrungen, die ich in meiner Kindheit und Jugend gemacht habe, übertrage auf Personen, die ich in meinem späteren Leben kennenlerne. Besonders natürlich in solchen auch intimen Situationen wie Psychotherapie, da ist es sehr, sehr naheliegend. Ja, als ältere Psychotherapeutin habe ich sicher andere Übertragungen bekommen als damals als junge Psychotherapeutin, also eher die Übertragung der eigenen Eltern. Das kann sehr hilfreich sein, zum Beispiel. Ja, sie, diese ältere Therapeutin, ist ja so freundlich und unterstützend und annehmend wie meine eigene Mutter nie war. Wunderbar, wunderbar. Es kann aber auch das Gegenteil der Fall sein, wenn ich schlechte Erfahrungen gemacht habe in meiner Kindheit und Jugend, kann es sein, dass ich eher aversiv bin gegen ältere Menschen, auch ältere Psychotherapeuten. Das muss man dann bearbeiten, man kann das ansprechen, gibt es eine Störung in der Beziehung, was können wir dann tun? Kann unter Umständen schwierig sein oder manchmal muss man sich auch sagen, die gewisse Aversion ist so stark, dass man nicht glaubt, dass man gut zusammenarbeiten kann. Ja, das waren meine Erfahrungen. Ich finde das ein sehr, sehr spannendes Thema, wie sich die Übertragung ändert im Laufe eines Lebens. Aber ich habe für mich auch festgestellt, dass ich, je älter ich wurde und je mehr Berufserfahrung ich hatte, umso gelassener wurde ich auch in dieser psychotherapeutischen Situation. Es kann sein, also wir haben dort in der Beratungsstelle für alle Studenten, die zum ersten Mal die Beratungsstelle aufsuchten, ein zunächst fünfstündiges Angebot gemacht, also eine Stunde pro Woche, 5 Stunden insgesamt maximal. Und ich kann mich erinnern, dass ich als junge Psychotherapeutin doch eher unter Druck stand, ja, in diesen 5 Stunden schon viel verändern zu wollen, was manchmal einfach nicht geht, weil Probleme zu schwer sind. Es braucht Zeit, ehe man sich daran erinnert oder ehe man es überhaupt äußern kann.
Oft ist ja auch viel Scham da, sehr intime Probleme zu äußern. Und ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass ich innerlich immer gelassener wurde im Laufe meiner Berufstätigkeit. So das Gefühl, ja, wir beide sitzen uns jetzt gegenüber, wir tun, was wir tun können. Entweder die Beziehung ist für beide hilfreich, natürlich hauptsächlich für sie hilfreich, oder wir müssen uns eingestehen mit uns beiden, das hat vielleicht keinen guten Ausgang. Aber das hat mir sehr gut getan, diese größere innere Gelassenheit. Ich muss nicht unbedingt etwas erreichen. Und es hat natürlich auch den Studenten sehr gut getan, die ich damals beraten oder psychotherapeutisch behandelt habe. Ja, das waren meine Erfahrungen als ältere Therapeutin und bin eigentlich mit meiner Berufstätigkeit sehr, sehr zufrieden. Ich weiß, dass ich genau den richtigen Beruf gewählt habe. Er hat mir zeitlebens Spaß gemacht und ja, so blicke ich auf ein berufliches Leben zurück, was doch sehr angenehm war.